Schatzkiste, eine Potion enthalten. Ah, heilen ist mal gut. Ein Zelt, jawohl. Einmal Äther und eine Phönixfeder. Hast endlich etwas Entschlossenheit in dir entdeckt. Was, Junge? Dann weiter so. Hauptmann Biggs und Wedge haben sich der Formation angeschlossen. Okay. Kann man hier irgendwas machen? Aufpassen. Achso. Ihr seid derjenige, der hinter dem Ritterwappen her ist, oder? Nun dann, seid dort drin wachsam. Ja, schlafen wollte ich da nicht, obwohl ich ein Zelt dabei habe. Jo. Ja. Hallo, hier hoch. Ah, man kann auch die mit. Ah, ist da. Und hier lang? Ja. Kann ich hüpfen? Ja. Dann wollen wir mal rumlatschen. Jawohl! Hey, und los geht's, Theodore! Ah, könnt ihr später so 5 fahren. Ich nehme an, dass du dir bereits bewusst bist, wie die Mondphasen auf dem Schlachtfeld beeinflussen können. Wir haben gerade Vollmond, da ist Schwarzmagie sehr mächtig. Weißmagie zeigt aber keine Änderung. Doch, sieh dir die Befehle an. Physische Angriffe werden um die Hälfte geschwächt. Wie du sehen kannst, ändert sich die Farbe deiner Befehle, um die Auswirkungen des Mondes zu reflektieren. Befehle, die von der Mondphase gestärkt werden, werden grün angezeigt, während geschwächte Befehle rot angezeigt werden. Achte während des Kampfes gut auf diese Farben. Sie können große Auswirkungen auf den Ausgang eines Kampfes haben. Okay, greif wieder an. Spaß, Magie. Über Feuer. Ja. Ja, 268 Damage. Waren aber nicht wir. Auch wenn's. Kein Girl, keine. Doch, Gil 15. Ja, jetzt kann man's kaufen. Eine Bronze-Sanduhr. Und Level Up. Juhu. Ja, es gibt ja Leute, die sind so crazy. Die speichern vor jedem Kampf, wenn sie wissen, dass sie gleich Level Up gehen, die Optimalwerte rausholen, weil die meisten in den vielen Teilen von Final Fantasy immer zufällig waren. Achso, hast schon wieder einen Kampf. Oh, jetzt sind es 4. Als nächstes erzähle ich dir von der Gruppenfertigkeit. Eine Gruppenfertigkeit ist eine Technik, die von mehreren Personen gemeinsam genutzt wird. Eine Gruppenfertigkeit kann erst genutzt werden, wenn du eine gute Verbindung zu dieser Person hast. Tiefe Verbundenheit. Ja, mein Herr. Erlaubt mir und Hauptmann Biggs, die Gruppenfertigkeit zu demonstrieren. Aber nur, weil ihr es seid. Ich erkläre dir jetzt die Grundlagen bei Gruppen. Wähle das Gruppenkommando aus, wenn ich an der Reihe bin. Wähle als nächstes die Gruppenfertigkeit aus, die du benutzen möchtest. Kopieren wir mal Biggs und mich mit der Vibra-Klinge. Wie? Ah, einmal jetzt scrollen. Kopieren. Okay. Das war ja jetzt nicht gerade der Bringer. Na doch. Was denn, Junge? War das so schnell für dich? Nö. Kopieren. Vibra-Klinge. Alle. Jojo. Bin ja mal gespannt, ob es später auch dieses. Ich war das mal. Ach?
ich glaube bei Final 8, wo man die Kampfanzahl reduzieren konnte. Ja, er hat nichts gemacht und ist Level abgegangen. War nicht schlecht. Jo. Da war irgendwo eine Kiste. Ja, benutzt natürlich wieder die Gruppen Attacke. Weil das geht in meinen Augen am effektivsten. Ja, ja, ist schon klar. Ein High Potion, jawohl. Da war sie noch. Was gab's? Eine Potion. Na super. Das brauchen wir. Jo. Oh. Ein Zelt. Dann gehen wir hier weiter. Naja, und das ist ja klar, was wir machen. Sollte ja eigentlich schon ausreichen. Genau. Und weiter geht's. Ob es ja auch wieder Ifrit und Co. gibt? Ich mich ja mal freuen. Ich sehe noch was. Wollen wir schnell. Nee. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schon mal gespielt habt. Beziehungsweise. Hier nochmal die Ecke. Hat sich schon mal gelohnt. Kriegen wir? Eta. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie gesagt, wie ihr das Spiel findet, ob ihr selber schon mal gespielt habt. Beziehungsweise könnt ihr mir so ein paar Secrets reinschreiben, die ich vielleicht übersehen sollte. Ja, Untergeschoss 2 sind wir schon. Okay, Theodor, von hier an bist du auf dich gestellt. Was? Keine Sorge, Theodor. Denkt nur daran, in euch fischt das Blut von Königin, von König Cecile und das hat damit gar nichts zu tun. Theodor! Anscheinend steckt ja wenigstens ein halbes Rückgrat in dir. Komm lebend hierhin zurück, sonst kannst du vergessen, ein Rotschwinger zu werden. Oder werde ich halt ein Blauschwinger. Patch. Ja, Hauptmann! Naja, und wenn ich dann mal König bin, dann wirst du schön auf deinen Knien den Boden mit einer Zahnbürste schrubben. Hauptmann Bix und Weltschein die Formation verlassen. Jo. Ja, da ist nichts. Will eigentlich keine Kämpfe. Oh, gegen 4. Ach, war ja rot. Grün ist ja positiv. Hab ich vergessen. Weißmagie. Auf uns selbst mal. Habe ich keine Lust abzukrepeln. Bei mir wurde nämlich gesagt, wenn man oft stirbt, ist das nicht gesund. Na gut. Weil dann stirbt man halt. Das ist ja echt popelig jetzt hier. Ich kann mich nur heilen. Oder? Ja. Also müssen wir so angreifen. Das kann dauern. Ja, nur noch 2. Also ich habe mir überlegt gehabt, vielleicht so ein kleines bisschen zu trainieren. Das würde ich dann aber offscreen machen. Um ein bisschen Geld zu farmen. Beziehungsweise auch ein bisschen zu leveln, dass ich dann für euch, dass die Kämpfe schneller gehen. Und man da nicht so stundenlang dran rumnudelt, bis mal so ein Mob tot ist. Jetzt. Weil ich. Oh, hat eine neue Magie erlernt. Analyse. Juhu. Wenn ihr das natürlich nicht wollt, dann müsst ihr es auch in die Kommentare schreiben. Also guck, ob hier noch irgendwas ist. Ja klar. In diesem speziellen geschützten Bereich kannst du Zelte aufschlagen, in Hütten aufruhen und deinen Fortschritt speichern. Ja, und wie? Aber wie?
Also alle Tasten durchdrücken. Aber wie speichert man? Ja, das ist eine gute Frage. Ah! Der Tabulator. Okay, dann speichern wir mal. So, Einstellung. Musik. Mal auf Mittel. Kampfmodus warten aktiv. Suche eigentlich nur die. Ups! Das war eigentlich nicht mein Ziel. Also kann man das so nicht. Muss man also vorm Spiel machen. Na gut. Ja, ja. Oh, ich liebe es beim Laufen immer zu hüpfen. Das war richtig so. Das kann sich wieder um Minuten wandeln. Obwohl, die haben nicht so viel Life, das ist schon mal gut. Nicht so wie die Würmer gerade. Aber wenn die kommen, ist das nicht so schlimm. Dann ist das halt nicht Minuten, sondern nur 30 Sekunden ungefähr. Also ich habe auch nicht wirklich viel über das Spiel gelesen oder mich nicht informiert, was uns da genau alles erwartet. Ich wollte mich eigentlich mal, weil es ja nun blind ist, einfach mal überraschen lassen. Hier ist nichts. Wohl. Haha. Eine Phönixfeder erhalten. Juhu. Die immer mit vier Leuten auf einen müssen. Okay, das sind noch drei. Nehmen wir einen anderen. Eine andere Reihenfolge. Yeah. Was haben die? Drei live? Keine Ahnung. Naja. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wann ich die Aufnahme gestartet habe. Sagen wir mal, bis zum Ritterabzeichen machen wir. Dann mache ich mal den ersten Break. Und dann bin ich mal gespannt, wie ihr mein Let's Play so findet. Ich hoffe, es war übrigens ein anspruchsvoller Gegner noch. Gucken wir mal hier, ob irgendwas ist. Nee. Da geht's einen höher. Erstmal hier rum. Nein. Ich will mit WASD laufen. Nein, ich will wieder einen Kampf. So. Ansonsten, also die Steuerung ist eigentlich relativ einfach, simpel gehalten. Mit Controller wäre es natürlich einfacher, könnte ich mich mehr zurücklehnen. Oder einfach eine Funkentastatur anschließen, dann könnte ich auf dem Sofa zocken nebenbei. So. Jawohl. Hier nochmal in die Ecke. Nee. Bevor wir nach links gehen, gehen wir hier erstmal hoch. Nee, ist auch nichts. Wir wollen ja auch nichts verpassen. Hier? Hat sich schon mal gelohnt. Bomberfragment. Wollen wir mal gucken, was das ist. Zaubert einen kurzen Stopp, zaubert Feuer. Na ja, gut. Narsch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn wir da mehr Charaktere haben, auf die Kombos und so weiter, was man da alles bekommt.
Und der letzte. Auch noch da oben gehauen. So. Kritischer 34er Hit. Ich bin ein Imba-DD. Und Stufe 8. Boah, hier nochmal in die Ecke. Nein. Und da kamen wir. Ja. Gucken wir nach unten in die Ecke rein, ob da eine Kiste ist. Ja. Augenkopfen. Der gegen Blindheit. Din, 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 din. Hätte man auch ein bisschen abkürzen können, finde ich persönlich. Näh. Oh. So, auf jeden Fall mit der Tageszeit finde ich nicht schlecht, dass man dann mal ein bisschen variieren muss. Dass man da nicht einfach nur wie in anderen Teilen sich einfach powert und gut ist. Ah, die hat ein bisschen mehr Life als 26. Auch ein bisschen mehr. Ja, 15. Na gut. Ich wollte. Das sind noch 3 Angriffe, dann bin ich durch. Ja, gut 4. Nee, na. Und der letzte, der mich auch nicht angreifen will. Und 3, 2, 1, meins. Bekommen wir noch was Schönes? Ja, schönes Level Up. Gehen wir hier runter. Ich mache noch hier rüber. Ist ja was? Ja. Yep. Bronze-Sanduhr sind alles Sachen, also die man vielleicht später braucht, aber aktuell noch nicht.